Nochmal definitiv auf die Orks können da mal reinhauen. Machen da aber noch nichts beim ersten Turn. Können Ballen Cage bringen und doch der Troll kann da ein K.O. hauen. Dann kommt der Blitz auf den Wardancer und der geht dann auch gleich stand. Ja, das ist eben auch ein Grund, warum ich dieses Jahr nicht so gut mag und lieber die zwei Spieler hier hinten dazwischen stelle, da die dann noch ein bisschen sicher ist und zumindest Orks und Gopher machen müssen, um da wirklich durchzukommen. Dann gehe ich gleich weiter, der Blitz mit dem Wardancer, ein Black Ork, der keinen Block hat, und versteckt ihn gleich wieder und macht da hier ihre passive Stellung, kriegt die zwei Assists, damit er noch den Blitzer blocken kann und auch gleichzeitig weggeht vom Black Ork und so dem Gegner eigentlich nur einen Block gibt mit dem Blitz und da hat er auch sogar noch einen Stun. Gehen wir weiter. Ja, der Troll macht einen Blitz, den einen Block, den er prompt kriegt, macht dann einen Push, kann aber da noch einen Chain Push machen und da zwei Leute binden. Ja. Denke, hier wäre sicher eine gute Möglichkeit, grundsätzlich da reinzuleiten. Weil wenn der Ball da ein Power oder den Flash kommt, dann könnte der Ball out of bounds gehen. Und das wäre natürlich hilfreich. Dazu muss aber hier zuerst was weggeräumt werden. Dass der eventuell hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das reicht nicht. Ja, also da ist schon schwierig hinzukommen, also geht es diese Runde nicht. Dann machen wir einfach die Blocks, die wir kennen. Und so weiter geht's wieder, sehr gut gespielt. Kleine Blocks für die Orks. Die eine Casualty. Und hier kommt der nächste Block. Er blickt immer mit dem Troll, um das Mighty Blow zu haben. Ja, viel passiver kann man wirklich hier nicht spielen. Dann kommt hier, nehme ich mal an, dann ein bisschen die Elf-Aktion. Ja. Da wird immer noch schön der Weg versperrt, kein großes Reingeliebte, sondern man, ja, versucht einfach den Weg zuzustrollen. Damit die Orks nicht noch vorkommen. Das funktioniert ziemlich gut. Wir sind jetzt schon Turn 4 der Orks und wir sind erst knapp über der Hälfte. Ist okay. Ja, jetzt sind die da recht nach vorne gekommen. Wie man sieht, hier konnte leider nur diese Seite zugemacht werden und hier sind schon einige Leute. Ja, da hätte man vielleicht die Mitte ein bisschen mehr zumachen können. Ich denke auch jetzt ist dann langsam auch Zeit, wo man sieht, die Orks, die kommen genug nach vorne, jetzt muss man halt dann einfach mal reinbieten und da was versuchen. Klar, wenn die schon früher scoren wollen, kann man auch mal hoffen, dass die Orks jetzt einfach früh scoren müssen. Deshalb würde ich versuchen, da zumindest diese zwei, drei Spieler und diesen Spieler vom eigentlichen Klumpen abzutrennen, damit die dann nicht mehr so gut nach vorne kommen können. Diese One-Dice-Block finde ich jetzt ein bisschen, ja, blöd. Da hätte man besser ein Target nicht im Cage geblockt, wo man zwei Dice kriegt und einen Block auf vielleicht ihn hier gemacht. Ja. Wir schauen weiter, die Orks spielen ziemlich sicher, behalten einen Cage. Und dann ist wieder Elfen-Taktik dran. Und jetzt spätestens wäre eigentlich die Idee, hier das zu spielen und das macht er auch, hat jetzt aber leider den Reroll schon verbraucht. Liegt jetzt rein? Nö, macht er nicht. Er blitzt einfach an den Ballträger ran. Ja, naja. Und geht dann wieder weg, sodass man sagt, okay, er kommt ja nicht nach vorne, wenn er denn da wegblitzen muss. Ja, jetzt hat er aber hier alles aufgemacht, also kann er hier dann ziemlich einfach durchlaufen. Mal schauen, ob er das auch macht.
Ja, macht er es. Ah, und dann macht er ein Go for it. Hat noch eine V-Roll, das ist also okay. Hat jetzt aber grundsätzlich Seite offen. Also da kann auch was schief gehen. Der kann grundsätzlich hier reinleiten mit einem Assist und One-Dive machen, wo der Ball nachher weg kann. Inzwischen 3 K.O.s gefressen. Das ist sicher nicht optimal, aber das spielt nicht so eine große Rolle. Wenn da 2, 3 wiederkommen, soll es okay sein. Oder halt vielleicht 1 oder 2. Ja, jetzt was macht man? Möglichst keine Rerolls benutzen. Also ich hätte jetzt gesagt, genau, mit dem Warrant mal in die Nähe kommen. Wenn vielleicht sogar hierhin. Der hat Dodge. Naja, ich muss sagen, ich bin nicht so Fan, dass man gegen einen Werfer, der keinen Block hat, nicht einfach mal versucht, auf die 3 plus Line zu bieten. Jetzt hat man natürlich noch ein Doppel-1, das ist natürlich sehr unglücklich. Ja, das sollte jetzt eigentlich ein easy Touchdown sein für die Orks. Die müssen sich aber überlegen, können sie noch einen Turn stallen oder nicht. Um dann ja erst den letzten Zug scoren zu müssen, damit wir nur einen Zug haben. Und jetzt sehen wir, jetzt noch ein bisschen greedy, wollen sie da noch einen wegschüpfen. Und das gelingt auch. Out of bounds, der ist aber einfach in der Reserve. Und somit ist eigentlich hier wieder der Weg frei für einen Eindeist mit 1, 2, 3, 4. Fünf, der Assist kann von hier gemacht werden. Dann kann man einfach reinleiten. 1, 2, 3, 4. Also es ist ein 3 plus und dann 50% Chance, dass der Ball weggeht. Jetzt wird es hier schwieriger. Kann aber immer noch hier. Na ja, jetzt. Okay, da muss man halt zuerst ein 3 plus Dodge mit einem Lead machen. Ist immer noch ziemlich gut möglich. Wenn man hier den Assist reinlegt und wenn der Mann out of bounds geht, dann sieht das schon ziemlich gut aus. Ja, okay, da macht er da Dodge und stellt seinen Mann ein bisschen weg, dass der Warrant nicht einfach geblitzt werden kann. Mit dem hätte ich jetzt ihn noch in Reichweite gestellt für einen allfälligen Touchdown, weil da bringt er ja nichts. Und jetzt. Wow. Jetzt lässt er ihn einfach scoren. Ja. Da bin ich jetzt schon ein bisschen überrascht, was denn da los ist. So Angst vor dem Lead-Fail habe ich doch noch selten gesehen. Also das, meine klar, ich finde auch, man sollte nicht bei jeder Gelegenheit einfach reinleaten. Aber beim letzten Zug und der andere hat keinen Reroll mehr. Also wenn der Werfer down geht, dann ist das schon eine 3 plus zum Aufnehmen, die auch mal schief gehen kann. Wenn der Werfer out of bounds und da noch einer in Reichweite ist, kann ja gut auch mal ein Spieler noch ein Aufnehmen, ein 4 plus Pass, 2 plus Catch machen und reinlaufen wie das 1-0. Also da bin ich schon ein bisschen jetzt fast enttäuscht, was da abgeht. Dann die Offense, der Woodies, ah, das ist nur noch der eine Turn. One-Turner-Versuch wird gar nicht erst gemacht. Man versucht hier noch einen Startzeitpunkt zu holen. Das gelingt. Ja. Wie sieht es dann aus mit dem K.O.? Alle K.O. zurück, nur ein Verletzter. Bei den Orks keine Ausfälle, also sieht gut aus. Aber hier wieder, man versucht gar nicht erst und kann auch nicht wirklich die Line umhauen. Das ist vielleicht ein Vorteil, wenn man, wenn man einen Baum hat, dann kriegt man halt da doch mal die Line weg. Weil dann kann man den größten umhauen und hat dann auch die Assist, um die anderen beiden zu hauen. Jetzt kommt ein Blitzen, das ist natürlich, sag ich mal, für die Orks gut, für die Woodies wäre es noch besser. Die Orks kommen nicht bis zum Ball, also sollte es nicht allzu großes Problem geben, außer dass halt, ja, vielleicht einer stirbt beim Blitz. Und das ist aber nicht so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, go, go. Ja, mit einem Dodge und 2 Go for it käme der Blitzer sogar unter den Ball. Da hätte er aber besser eigentlich diesen hier geblitzt.
dann wäre er eigentlich einfach bis zum Ball gekommen, hätte ihn versuchen können zu fangen, gratis. Das wäre sicher auch die beste Variante gewesen. So aber sagt er einfach, ah, ich will hier alles zustellen, wobei man sagen muss, die können ja alle mit 2 plus 4 rausdodgen, haben natürlich kein Dodge. Ah, da kommt trotzdem noch ein Blitzer hin, aber nur neben den Ball und nicht auf das Feld, wo der Ball nach unten kommt. Also kann man höchstens eine Tackle-Zone an den Ball stellen und nicht versuchen, den Ball zu fangen. Ist natürlich jetzt schwer für die Woodies, alle in der Tackle-Zone. Wenn da was schief geht am Anfang des Zuges, dann ist halt schon sehr ungünstig. Sehr gut gemacht. Machen, ich hätte jetzt hier einen Assist gemacht, um da dann mit dem zu blitzen und den Ball. Ah, das ist natürlich kein Wargrenze. Und jetzt ist schon der erste Reroll weg. Da der Catcher da zweimal dodgen musste. Und jetzt eben sind da zwei. Okay. Ich passe auf den Catcher. Ich hätte jetzt da einfach einen hingestellt, hier drüben abgedeckt und dann Blitz mit dem Board, der schon hinten war. Oder halt mit dem Werfen Blitz und dann Ball aufgenommen. Dann ist einer hier, der Ball ist abgesichert und man muss nicht noch einen Pass riskieren, der schief gehen kann. Jetzt könnte hier natürlich ein Dice Blitz machen und dann eigentlich sogar gerade versuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, reinlaufen nicht. Aber zumindest doch versuchen, daran zu kommen, wer deren Assist macht einen Troll, kann der hier nochmals die zwei Wardens verbinden. Ja, was natürlich nicht so viel bringt, weil die Dodge haben, aber trotzdem den Raum eng macht. Ja, man sieht auch, er läuft dahin. Ja, mal schauen, der dodgt weg und macht einen Assist. Das, ja, ist okay. Er hat ja die Reroll. Ja, naja. Ich hätte jetzt eher hier einfach den 3 plus Dodge-Versuch nicht gemacht und dafür mit einem Würfel geblitzt, weil der hat ja Block und das ist ja dann eine 1/6 Chance, dass der selber umfällt. Wenn der weg vom Ball ist, kann man 3 plus aufheben und dann hätte eben jetzt halt das 3 plus hier, das er fürs Dodgen genutzt hat, hätte das halt eben gereicht, um den Ball aufzunehmen. Nichtsdestotrotz liegt der Ball jetzt eigentlich super da für die Orks. Jetzt, ja, wollen wir sehen, ob er ihn auf den Ball schubst mit dem Blitz, um einfach zu hoffen, dass er irgendwo weggeht. Ich denke, das ist wohl die beste Möglichkeit. Kann er nicht, deshalb braucht er nochmals den Reroll, weil sonst ist der Ball dann doch viel zu nah und jetzt ist der Ball da wieder offen und ich denke, der Catcher sollte absichern und dann der Wardancer aufnehmen. Der hat ja Blotch und auch wenn der geblitzt werden kann, aber er kann ja sowieso da noch ein bisschen nach hinten laufen, wenn er geblitzt werden kann, braucht man Pau, um da wirklich was zu machen. Jetzt wichtig, hier oben, genau, einen in Reichweite, um ein bisschen Druck aufzubauen und die Orks auseinanderzuziehen. Und dann vielleicht hier noch einen zurückziehen, um ein bisschen Hilfe zu kriegen. Genau, das ist sehr gut. Hier kann man durchaus den Dodge oder halt einen One-Dice-Block versuchen. Ja, ist ja beides 3 plus, das ist, nein, das Dodge ist natürlich 2 plus. Aber man hat einen zusätzlichen negativen Effekt, dass der zweite Spieler hier eben dann noch in der Tackle-Zone ist und geblockt werden kann, wenn man ihn wegpusht, dann sind die da safe. Und ist ja auch noch so, dass man ja dann eventuell auch ein Power macht und den anderen auch verletzen kann. So haben wir schon zwei Verletzte. Und der Wardancer ist hier hinten. Die Orks, die machen jetzt zu. Ja. Kriegen da die Tackle-Zone dann, haben sogar noch einen Stun. Jetzt, ja, es gibt zwei der Möglichkeiten, was man machen kann. Er kann hier mit dem Catcher einen Assist machen, und dann wegblitzen. Er kann, ah, hier haben wir auch noch Dodge. Wow. Oh wow, okay.
Gehen wir nochmal zurück. Also hat er jetzt hier mit einem Nichtblocker, mit einem Nichtblocker einen Block gemacht und hat sich auf die Fresse gehauen. Sehe ich das richtig? Ja. Er wollte hier, ich weiß nicht genau warum, einen Block machen, um den wohl frei zu blitzen, dass er da den Assist machen kann. Frei zu blocken, dass er den passen kann. Ja, das macht eigentlich Sinn. Trotzdem hätte ich zuerst eigentlich die Sichtaktion gemacht, hier den mal weggeblitzt. Und dann hätte ich vielleicht sogar dem Catcher 3 plus übergeben, der dann da wegdodgen kann. Ja, und eigentlich dann wegkommt, dann hätte nämlich der Dodger hier anstatt blocken, hätte der hier rumdodgen können. Der rumdodgen und da hätte man hier einen schönen Cage gemacht, wo niemand wirklich hinkommt. Jetzt ist der Ball natürlich frei und die Orks werden sich das nicht nehmen lassen und das zweite nur machen. Und jetzt mit so wenigen Spielern ist natürlich schwer, da was zu reißen und ohne Rerolls. Ja, der Ball ist ganz hinten, jetzt muss irgendwo ein Lucky Punch kommen. Ja, der hat auch kein Dodge. Also irgendwie da, ja, wahrscheinlich das Beste wäre hier durchzudodgen und dann 4 plus Plus auf ihn zu machen, der da hinten läuft. Da kommen wieder die Black Orcs ran. Noch irgendjemand, das ist eigentlich die beste Chance, die ich hier sehe, noch irgendwie das 1 zu 2 wenigstens zu machen. Ja. Schauen wir mal, was passiert ist. Ja, das ist ziemlich genau das, was ich gesagt habe. Er läuft da rüber, nach vorne. Holt hier einen Assist. Hier den, der Catcher, der ist in Reichweite für den nächsten Zug, das ist immer wichtig. Dann der Ball, der geht nach vorne, der passt. Er passt ihn gleich zum Catcher. Das war eine 4 plus. Die hat er geschafft. Und jetzt, ja, hat mal der Dodger den Ball. Hier kommt die Black Orcs, kommen hier nicht hin. Der Troll kommt auch nicht hin. Der ist ein Blitzer hier. Ja, der kommt hin. Aber jetzt muss er noch 3 plus dodgen. Ja, das wird wohl der nächste Zug sein hier. 1, 2, 3, 4, 5, Dodge 6, go, go. Für den Blitz auf den Ballträger. Dann sehen wir, ja, ob das gepasst hat. Schauen wir gleich, ja, da noch ein paar Orks bewegen. Ja, bringt nicht ganz viel. Nö, hat nicht gereicht. Schauen wir es nochmal kurz an. Ja, jetzt kommt hier der Blitz. Ach, das ist ja schon dann lustig, weil ich meine, wenn du hier ran stehst, hier wäre es ein 3 plus 2 plus 2 plus gewesen für 2 Dice auf dem Ballträger. Und wenn er nun schieben hat, ist er nicht mehr in Range, da zu scoren. Ah doch, ist er, aber muss 3 Go for it machen. Jetzt hätte er nur 2 Go for it gebraucht. Und Dodge, mit Dodge Skill, also da wäre ich ganz klar durch die Dodgen hätte versucht, den umzuhauen. Ja, 1 zu 2, ein Turn noch für die Woodies. Grundsätzlich, wenn es einen Blitz gibt, könnte da noch was gehen. Ah, nö, nicht mal mehr, das war schon der letzte Turn. Also ja, eigentlich keine Chance mehr, was zu machen. Da können sie nur noch ein bisschen Cash fressen. Und dann ist das Spiel dann auch schon vorbei. Und mit natürlich 5 Casualties. Ja, ein brutales Spiel. Sag ich jetzt mal. Vielleicht, ja, wurde hier ein bisschen die fehlende Aggressivität in der ersten Halbzeit einfach mal reinlieben und einen Ball versuchen, zumindest in den letzten 2 Turns ein bisschen bestraft. Und natürlich der Blitz der Orks, der war dann schon ziemlich übel. Vielleicht noch kurz zur Aufstellung, die wir hatten gegen den Blitz.
hätte man da was besser machen können. Das ist sicher noch vielleicht ein interessanter Aspekt. Wenn wir hier zurückgehen, Turn 9, das ist kurz nach dem Blitz. Hier ist die Standardaufstellung. Ja, eigentlich perfekt gegen den Blitz, sage ich jetzt mal. Also viel besser auf den Seiten kann man hier nicht aufstellen. Naja, okay, ein bisschen alles auf einer Seite, aber es ist auch okay. Normalerweise ist der Blitz gegen Orks nicht so ein Problem. Ja, eben nochmals, also hier, wenn man sieht, der Ork hier, der würde ja hinkommen. Also müsste man eigentlich gleich mit dem blitzen oder den hier wegblitzen, dass man da durch kann. Klar, Wardancer blitzen ist natürlich auch immer gut. Und man kann dann zustellen, aber ich finde jetzt hier die Chance, den Ball zu kriegen, gleich nach dem Blitz,